Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Mod Eras Total Conquest, einem Mod, der 12 Kampagnen einfügt, über die ganze Geschichte vom Mittelalter 970 bis 1547, glaube ich. Und man kann später die ganze Welt erobern. Wir werden anfangen mit dem ersten, mit der ersten Zeit, 970. Und werden dann in der letzten Kampagne die von 1547 machen, um dann die ganze Welt erobern zu können. Wahrscheinlich zweimal, weil so Ende 14. des Jahrhunderts wird es auch noch gehen. Und ja, der Mod fügt bis zu 30 Fraktionen, glaube ich, ein. Jetzt in der ersten frühen Kampagne natürlich noch nicht. Wir schauen einfach mal. Und ja, das Spiel heißt Medieval 2, Total War, ist schon 2006, glaube ich, erschienen. Schon ein bisschen älter, aber dafür, ja, sehr, sehr gut. Noch, weil ja auch, ja, so ziemlich die Spiele immer wie schlechter wurden. Es ist immer noch, ich glaube, immer noch der beste Total War Teil. Außer vielleicht Warhammer noch. Aber ja, das habe ich ja letztes oder vorletztes Jahr nicht so gerne gespielt. War ein bisschen zu sehr auf Kämpfen oder so. Und damals war es noch ein bisschen anders. Man musste ja viel taktisch bauen. Man musste taktisch kämpfen und so weiter. Und das gefiel mir besser. Der Wille des Sultans. So, wir haben ja das Buyid Kingdom. Das ist einfach damals irgendwie ja Bangkok. Nein, Bagdad. Genau, Bagdad, Bangkok gesehen. Thailand, genau. Bagdad, das ist ja das heutige Irak, glaube ich. Ja, kann sein. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal das Spiel, also der Mod vor allem kennenlernen. Das Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt und ich kenne mich noch ein bisschen aus, was genau wichtig ist und so, aber ich muss alles auch ein bisschen lernen. Die Sichtweite ist scheinbar nicht so hoch. Wir gehen jetzt einfach mal sofort. Ja, ich denke langsam auch in unser Gebiet zurück, weil wir hier haben wir keine Stadt, vielleicht dort eine Stadt. Ja, Sultan. Sonst ist wirklich alles blind, wie der ganze Mod. Die Häut- ja, ist mein blind. Meister. Also gehen wir mal mit dem Diplomat hier durch. Namen. Und finden auch nichts. Wie okay. Ihr wünscht, Sultan. Sind die Städte ein bisschen weiter Namen. Auseinander, oder? Ich wie glaube, ihr wünscht, nicht Sultan. Empfinden. Vielleicht an einem hier Fluss oder so. Ich, Sultan. Okay, und mit diesem, wir haben noch keinen Krieg, vielleicht gibt es hier irgendwo böse, also Rebellen. Oder einfach, ja. Wir marschieren. Länder, die halt Krieg mit uns wollen. Deshalb gehen wir einfach mal hier. Wir marschieren, Sultan. Hier ist die Grenze. Ja, okay, das ist grau, das könnte ein Rebellen sein. Okay. Morgen machen wir weiter. Jetzt kommen wir ans Bauen. Wir machen mal gut für die Bevölkerung wenig. Ja. Tax Rate, also diese. Ja. Genau. Wie heißt es auf Deutsch? Ja. Die, ja. Steuern, genau. Steuern. Boah, ist das ein Name. Wie wir in der Schweiz natürlich nicht sagen. Genau, ein bisschen anders, aber. Hüre. So, wir bräuchten eigentlich mal zuerst wahrscheinlich. Das ist etwas zum die Stadt, Diplomaten. Die Stadt wird größer. Dadurch. Kostet aber sehr viel Geld. Vielleicht noch nicht ganz. Wir brauchen unbedingt Handels. Länder, die mit uns handeln. Handelsabstimmungen. Handelsrechte, glaube ich, heißt es, genau. Hab schon lange nicht mehr in Total War gespielt. Ein bisschen Rome Total War. Aber ja, das Warhammer 3 Total War mochte ich nicht ganz so gerne mehr. Obwohl ich ein Warhammer-Fan bin, kam es bei mir nicht so gut an. Vor allem das Tutorial war auch viel zu lange. Könnte ich aber auch gerne mal wieder spielen. Also da bin ich jetzt wieder ein bisschen geduldiger geworden. Sehr viel geduldiger. Ja, es gibt sehr viel zu bauen. Man hat eine schwere Entscheidung. Ich
glaube, wir fangen an mit... Ja. Unbedingt mit, ja, mehr Essen. Gibt mehr Bevölkerungswachstum. Und hier müssten wir eventuell... Wir haben keine Bogenschützen hier in diesem Land. Am Anfang. Doch, das. Sind vielleicht teuer. Ja. Ziemlich teuer, das ist wahrscheinlich gewollt. Aber einen machen wir mal. Und dafür könnten wir... Wie kann ich dienen, Soldat? Vielleicht unten einsetzen. Sind jetzt nicht so gut. Sind auch... Ja. Befehle? Wir rücken ab, Sultan! Wie lautet der Wille des Sultans? Gut, ich hoffe, ich habe alles ziemlich gut gemacht. Wir lernen jetzt auch ein bisschen davon. Automanage? Nein, nicht. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr zu machen. Wir können noch den Stammbaum anschauen. Da gibt es ja einen recht jungen König. Histegat. Und... Ja, noch eine jüngere Dame, ein Jahr jünger. Eine, ja, First Lady sozusagen. Und dann haben wir noch den Adud. Das ist der Kronenprinz, also ja, der Prinz. So. Genau, und so die Beziehungen sind da oben. Wir haben nur die Rebellen, die hat jeder, glaube ich, als Feinde. Ja, und ein paar andere haben zum Beispiel noch Allianzen. Das östliche römische Kaiserreich und Bulgarien ist der Feind. Jo. Gut. Also ich denke, nächste Runde. So. Also jetzt schauen wir noch uns kurz um. Wir haben hier noch Diplomaten, die wir machen können. Wir müssen also unbedingt auch noch einen Händler machen. Weil bei Rom gab es noch keine Händler und das habe ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Bildschirm gehabt. Aber wo ist ein Händler? Das Exchange. Ja, Merchant. Okay, dann können wir das eigentlich jetzt schon. Oh, wir haben Plus gemacht. Cool. Ungefähr doppelt so viel Geld jetzt. Okay. Ja, fast doppelt so viel. Und wir wurden hier bei den Grünen wurden wir besser. Das ist doch gut zu sehen. Ja, Militär nur wenig. Wir haben nur einen Bogenschützen gemacht, aber ist nicht so schlimm. Und jetzt hoffen wir, dass es hier irgendwo ist oder am Meer da. Aber hier ist ja nichts. Irgendwo muss hier jetzt eine Stadt sein. Wir marschieren. Wie ihr wollt. Hm. Es könnte tief unten sein. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Loyalität. Ja? Und wenn die zu tief geht, ja, dann haben wir ein Problem, dass er wahrscheinlich wechselt. Das Volk Yalla. Wechselt oder so. Wir ja, marschieren, so Soldat. Wir lagern so. Hier bis zur Morgendämmerung. Also, könnte da unten könnte noch eine Stadt sein. Ab hier mitten in der Wüste gibt es einfach diese Rohstoffe. Irgendwie ist auch kein grüner Fleck oder ein Wiesenfleck oder so. Keine Ahnung, da müssen wir noch ein bisschen mehr erkunden. Oder ein, ja, Biom. Nein. Der kann auch Nein. mehr sehen. Wie ihr so. Wünscht, Sultan. Nein. Ja, mich freut es wieder so ein, ja, altbekanntes Spiel zu spielen. Wie ihr wünscht, Sultan. Ich habe noch andere Projekte von Mabel 2, die auch sehr gut ankamen. Wir tun nicht mehr so viele so ein Spiel. Wie ihr wünscht, Let's Sultan. Playen. Hier und, ja. raste ich, Sultan. Vielleicht wird es einfach da noch mehr gesehen. Des Islam. So, was haben wir denn hier? Wie der Sultans wünscht. Gehen wir kurz hier drauf. Sofort. Hier in der Nähe. Kann es auch nicht sein, das gehört uns. Wir haben irgendwie da noch so einen roten Teil. Gelb und rot. Keine Ahnung, was das genau heißt, aber. Wie der Sultan. Wir sind ja nur rot und silber. Ja, und so. Sultan. Inshallah. Ja, ich werde die Reise immer morgen fortsetzen. Den Islam. Und durch andere
ja, zum Beispiel Kardinälen und zum Beispiel Mönche oder so, kann man natürlich dann auch wieder mit ein bisschen Zivilisation verlieren, also die Religion verlieren. Ah, okay, das ist das Ding, was man alles bauen kann. Und hier, das ist es. Genau, wir haben einen Einfluss von Schia. Ich kenne die Religion nicht, aber das könnte so eine Art neben Islam-Religion sein. Judismus natürlich, Judaism, also Juden. Und Heretik, das ist, glaube ich, Heiden. Okay, aber natürlich 94% Sunni. Sunni. Jo, ein Admin haben wir hier. Farmen. Okay, ist das Einkommen, also Einkommen. Und jo, das ist die Beliebtheit. Da haben wir ein bisschen Unruhe. Und auch Korruption ist es, glaube ich, Square Lord. Jo, da haben wir auch ein bisschen mehr, 1%, und wir haben 5%, okay. Und das ist die Größe, also der Wachstum. Das Wachstum. Gut. Da können wir auch schauen, was unsere Stadt herstellt. Oder importiert, exportiert, ja. Genau. Und da bekommen wir 14 Euro von der Stadt über. Und durch Händler können wir da das Einkommen, also Einkommen von der Stadt noch vergrößern. Gut, sehr schön. Also haben wir alles bewegt. Der haben wir was bewegt. Ist der Wille des Sultans? Assalamu alaikum. Auch. Wie lautet der Wille des Sultans? Der Plan ist eigentlich die ganze Kampagne, also jedes Land zu erobern. Keinen Feind mehr haben. So, also, wir haben eine Mission und die Mission zeigt meistens, wo eine Stadt oder so ist. Deshalb gehen wir einfach mit dem. Saida, mächtiger Sultan. Jetzt sehen wir es nicht mehr, das muss man beenden. Na, hier raste ich, Sultan. Und mit dem gehen wir einfach mal an der Grenze entlang und hoffen, dass hier noch eine Stadt irgendwo ist. Sofort. Hier wollen wir. Wie der Sultan es wünscht. Und dann gehen wir. Am besten hier abspielen. Sofort. Die heutige und Reise mit dem gehen wir jetzt einfach mal nach links. Ja, genau, wollt. Wir haben eine Stadt entdeckt. Wollen wir sie direkt belagern? Wir machen jetzt einfach mal einen Safe-Speicher. Nennen es einfach mal Rui 2. Und wie lautet der Wille des Sultans? Daneben geklickt. Die Armee der Ungläubigen eine RAM. Wird nicht überleben. Eine, ja. Eine 16 GB RAM. Okay. Eine RAMBOK. Benutzen wir natürlich. Einen reicht meistens am Anfang. Und ja, wir haben uns wieder verbessert. Ich habe übrigens einen Schwierigkeitsgrad auf hoch gesetzt bei der Kampagne und Mittel beim Campen, weil ich jetzt noch nicht so gut bin. Und ja, da müssen wir eben ein Handelsding machen. Wo ist die Stadt genau? Da. Ihr wünscht? Okay, hier raste ich, Sultan. Oder machen einfach Saida, davor kurz, damit wir nicht irgendwo stecken bleiben. Hier raste ich, Sultan. Sonst werden wir so ein bisschen unterbrochen. Und, ja, die oströmische, also das oströmische Kaiserreich hat mit den Hamdanit, ja, die Dynastie, ja, Krieg angefangen. Die müssten irgendwo in der Nähe sein, vielleicht in, ja, Türkei. In der Türkei, aber ja gut. Und wir müssen noch kurz schauen, eine Runde. Da wir jetzt Geld verdienen, ja, über 2000 verdient, Assalamu alaikum. Werden wir einfach, ja, mein Meister. Jo, eben, dann Händler ausschicken, wenn sie so weit. Ja, wenn dann wieder drei Runden vorbei sind. So. Wir werden diesen Feind besiegen, okay, Sultan. Okay, Holzpalisade. Okay. Inshallah. Inshallah. Ich bin Diener des Islam. Cool. Ich habe jetzt extra ein Volk gewählt, das wir natürlich im Hauptspiel nicht hätten. Könnte sein, dass es schwierig ist, könnte sein, dass es leicht ist. Aber,
jo, ich möchte etwas Neues zeigen. In jeder Kampagne wähle ich irgendwie ein Volk aus, das auch ein bisschen rotiert. Also ich könnte in der nächsten Kampagne zum Beispiel mal Heiden, ein Heidenvolk nehmen, wenn es existiert. Ich könnte ein Christenvolk nehmen, könnte ein nordisches Volk nehmen oder ein Südländervolk. Ich habe jetzt einfach ein östliches Volk gewählt für den Anfang. Und ja, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr nochmals eine Kampagne von einem Zeitalter wollt, kann ich das machen. Ich werde sonst einfach alle Zeitzonen nacheinander zeigen. Und ja, freue mich natürlich riesig darauf. So. Okay, da war, glaube ich, Schweden mit 3 Kronen. Ich kenne natürlich die neuen noch nicht. Der Mord ist wirklich sehr, sehr neu für mich. Aber er gibt es, glaube ich, schon seit 2018 oder so. Schon ein bisschen älter. Gut, wir gehen einfach hier hin. Ein bisschen Übersicht haben. Mit dem müssen wir jetzt zur Stadt. Und Mosul ist hier. Ist auch sehr bekannt. Gibt es etwas, das ihr zu besprechen wünscht? Ist das Türkei? Okay. Hamdanit ist einfach umbenannt worden. Das ist natürlich realistischer, wenn es Hamdanit heißt, nicht Türkei. Das war ja der Atatürk, der, glaube ich, Türkei dann so umbenannt hat. Atatürk, glaube ich, heißt oder so. Und der war vor dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ganz möge genau, Allah der Herr auf dich herablächeln, Sadiq. Okay. Ich möchte eigentlich mit der Türkei Frieden haben. Die sind eigentlich sehr gut, also Frieden. Könnte schief laufen. Nun gut, doch. Euer Vorschlag ist von Wert. Null Runden heißt, ja, es ist für immer. Euer Wort hat großen Wert. Wow. Und dafür bekommen wir eine Belohnung. 500 Florins, das ist die Währung. Weiß nicht, auf Deutsch heißt es wahrscheinlich auch Florin. Oder Gulden. Ich glaube, im Hauptspiel heißt es Gulden. Weiß genau nicht mehr. So, ja. Das ist unser Friedensangebot. Ja. Nochmals. Ah nein, die Beziehungen. Das erste war Beziehungen. Hier war die Beziehungen wurden besser. Dadurch haben wir uns ja, gut gemacht. So, jetzt ist es einfach auf 9%. Jo. Steigt ganz, ganz gering an alles. Jo, erster Platz ist immer das oströmische Kaiserreich. Die Oströmer sozusagen, oder ein Teil von... Ja. Damals natürlich noch... Jo. Hieß Rom zuerst, es war erst später dann ein Kaiserreich natürlich. Cäsarenreich. Ja. Muss man natürlich auch zuerst wissen. So, also. Das heißt, Bevölkerungswachstum wurde um 0,5 erhöht, glaube ich. Und durch das nächste Mal, ja, kommt auf 3, das sieht man jetzt nicht. Also ich denke, jetzt momentan müssen wir niemanden ausbilden. Die werden hoffentlich da gewinnen. Und ja, wir machen einfach mal. Sultan. Soll ich noch? Ne, es reicht nicht mehr. Wir machen einfach mal automatisch. Wird nicht überleben. Aber die sind irgendwie besser. Ich glaube, so werden wir verlieren. Dann machen wir nicht automatisch. Ich bin mal nicht so gut. Ich denke, es wäre es auch besser, dann gehen sie raus aus der Stadt. Wow, sieht das genial aus. Okay, ein paar Sachen ploppen auf natürlich. Habe ich ja eigentlich die Sichtweite auf maximal gemacht, alles. Natürlich maximal. Zu den Waffen! Ja. Die Mistkäfer sind versammelt! Lassen wir sie nicht warten. Zu den Waffen! Einheiten! Schauen wir nochmals die Truppen so an. Ich muss immer mit den Pfeiltasten steuern. Also, hier haben wir einen Wachturm in der Nähe von einem Tor. An der anderen Seite kann man gar nicht sich hinstellen.
Das sind sowieso auch Wachtürme. Okay, da haben wir Wachtürme am Tor und das sind zwei. Wir müssen eigentlich hier rein. Hier ist eine Sackgasse. Ich glaube, die Innen können sie uns gar nicht beschießen. Ja, wir können am besten hier. Ja, es ist am besten hier ins Tor und dann innen durch. Das heißt, wir machen hier ein bisschen breit, geht das nicht? Okay. Da haben wir noch gute Truppen. Also nach vorne machen. Und dann die beiden Seiten. Und hier haben wir. Ja, Missile-Kavallerie. Ja. So, okay. Also, jetzt warten wir einfach ab. Sie schießen sogar. Schießen die auch hier? Wir haben auch Bogenschützen. Jetzt, denke ich, auch. Okay, das heißt, welche treffen sie? Die wahrscheinlich. Also wir haben auf jeden Fall locker von uns. Und nein, sie kommen. So, wo haben wir den Turm? Einen haben wir hier und einen haben wir hier. Ich tue jetzt einfach. Ja, schauen, dass die ja hier Schaden bekommen. Okay, ja, sie haben sehr viele Bogenschützen. Sie haben Kamelreit. Ist nicht so gut gegen Pferde. So, ein bisschen Verluste haben wir natürlich. Aber gut gehen. So, wie viele Verluste haben wir? 3. Und die Gegner sind 27% gestorben. Wir haben noch 3 Verluste. Das ist viel besser. Jetzt gerade momentan sind wir. Gehen wir doch geballte Ladung mit den Nahkämpfen hier vorne. Kanäle am besten. Infanterie! Ah, wegen dem. So, und jetzt haben wir 7% Verlust. Ich denke wegen den, ja, das ist ein bisschen schwieriger, oder wie man macht, ich meine, wir können uns ja auch wieder. Probieren wir mal. Was ist mit dem hier? So, jetzt. Diese gehen weg vom Handbuch. Ich habe eigentlich nur mit Rechtsklick befehlt. Wenn ich ihnen was erzählen würde, dann würden sie weggehen. Der Sieg ist in Reichweite!
Bald wird der Feind das erkennen und den Mut verlieren. 48% gegnerische Brennstoff. Ganz schönes Raum. Das ist ein Fehlgang, wenn sie hier drin sind. Ja, ein paar Verluste sieht man. Haben wir aber die meisten eigentlich die Gegner. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Der Rambok ist an Ort und Stelle. Bald fällt die Verteidigung des Feindes. Ich sehe aber gar nicht, dass die Flügel. Wir werden angegriffen! Infanterie! Also in Rome Total War haben sie geschossen. Ist das jetzt dein Ernst? Das Spiel wird nicht so richtig. Also die werden angegriffen, können den Bogen schützen. Stimmt gerade nicht, das Spiel da drüben oder so. Jetzt geht's. Die Mauer wird angerissen. Kann sein auch, dass weil Leute da am Weg sind, kann es nicht auf. Wir haben die Mauern zu Fall gebracht. Jetzt müssen wir schnell wieder Wind zuschlagen. Ich gehe jetzt mit den in den Nachbarn. Allah ist groß! Wir haben die Mauern eingenommen. Ja, es wird Zeit, dass wir diesen Ort einnehmen. In den Nahkampf? Die wollen nicht laufen. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Wir gewinnen die Schlacht. Jo, aber wir haben 22% Verlust. Ist ja auch nicht gerade so. Ja, die Armeen sind noch nicht stabil. Allah sei gepriesen! Der feindliche General ist tot! Jetzt okay, fühlen seine tot. Männer den drohenden Untergang! Wir kommen jetzt auch wieder. Jetzt war es. Schade, dass man mit der Maus nicht steuern kann. Geht mal nicht hier angreifen. Geht mal einfach hier angreifen. So, und diesen unser Feind flieht vor uns wie eine Herde Ziegen. Treibt sie vom Schlachtfeld. Goat Simulator 3. Oh ja, das ist jetzt beim Fliehen. Das ist natürlich besonders effizient. Gesegnet sei Allah. Welch ein vernichtender Sieg. Euer Name wird in Marmor gemeißelt leben. Und der des Feindes im Staub. Jetzt haben wir ein bisschen kennengelernt. Wir können die Verluste natürlich noch ein bisschen minimieren. Aber ich denke, wir haben genug eigentlich schnell und effizient die Schlacht gewonnen. So, dann haben wir genau rechtzeitig die Schlacht auch gewonnen. Dafür haben wir jetzt ein Land neu. So. Und die Stadt gehört uns. Lang leben die Krieger des Islam! Oh. Unser Glaube hat uns den Sieg gebracht. Wir könnten ein bisschen Geld wirtschaften, also ja, ausrauben. Oder wir können sie exekutieren, die Bevölkerung.
Das bringt aber nicht so viel, auch wenn es mehr Geld gibt, viel mehr Geld. Aber ich möchte eigentlich religionsnahe Völker jetzt noch nicht ausrauben oder massakrieren. Ja, ein bisschen Geld bekommen wir trotzdem. So, und dafür haben wir einen neuen, wir haben eine neue Handels, Ware, die Pferde. Und das heißt also, das gefunden, das uns schon mal weiterbringt mit Geld. Wo sind denn Pferde auf der Map? Vielleicht sind sie einfach in der Region, also dass sie nicht auf der Map angezeigt werden. Und nochmals. Ah, jetzt haben sie einen Ehrentitel bekommen. Also unser Prinz hat einen Ehrentitel bekommen. Und der ist Gewinner. Also erneuerter oder ein neuer Gewinner sozusagen. Ohne ist ja die Macht oder der Machtgeber oder Machthaber. So. Gut. Und die Gegner sind geflogen. Sind zerrieben worden. Ein paar Überlebende gab es noch, aber die sind zerstreut sozusagen. Gut, hier machen wir auch direkt einen Handels. Also machen wir es richtig. Das ist der Tempel sozusagen für die Religion. Da wir Shia haben hier, okay, wir hätten vielleicht die ausrauben sollen. Oder auch massakrieren sollen, aber wir haben minus 34. Deshalb ist hier wichtiger, kurz einen Tempel zu machen. Eine Moschee, also eine kleine Moschee. Und als nächstes hier. Genau. So, die Taxrate runter machen, damit wir keine Aufstände bekommen. Es ist ein bisschen Unruhe, es ist auch religiöse Unruhe. Und ja, so ein bisschen auch die Distanz zur Hauptstadt. Aber okay. Dafür können wir hier einen Diplomaten nicht machen. Machen wir einen mal. Und ja, wir haben ja die Palisade zerstört. Genau. So. Gut, danke schön fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir schauen, dass wir noch eine Landländerei erobern. Wir sehen auch gerade, wir sehen auch das Land, oder? Ich habe da gedacht, man sieht nur das, was wir entdeckt haben, also gerade im Blick haben, aber man sieht das Land ganz wenig. Es ist nur sehr, jetzt sieht man das besser, oder? Diese rote Linie hier, auch hier unten, ist das Land und wir haben ja das angedockte Land, also was wir hier auch zusammen haben, erobert. So, ich hoffe, die werden nicht genervt sein, dass wir hier unten uns noch ein bisschen ausbreiten. Aber ich denke, hier wird kein Land sein. Vielleicht hier unten noch ein anderes Land. Aber da gehen wir lieber mit dem Spion dann hin. Assalamu alaikum. Genau. Ja. Also, danke schön fürs Zusehen. Im nächsten Part. Ja. Der nächste Part kommt wahrscheinlich morgen, übermorgen oder so. Und ja, sicher einen täglich, hoffentlich, wenn es reicht. Sonst alle zwei Tage. Aber je besser die Aufrufe sind, desto schneller kommt dann wieder ein neuer Part. Genau. Okay, die haben Sieg, das ist, sag schon auf Deutsch, Seide, genau. Jo. Sehr interessant. Tschüss zusammen, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.